Ich level heute den besten Hytera-Konter maximal hoch. Außerdem sagt Niantic mal wieder etwas gegen Drittanbieter-Programme und mehr dank zum Atem wenig Pokémon Go. So, dieses Pokémon, nämlich Machalo. Und weil ich drüber quatsche kurz, warum ich da immer eine andere Stimme einblende, werde ich es heute mal so lassen oder vielleicht nicht. Mal schauen, was PewDiePie da so einfällt. Auf jeden Fall, wer die Quest-Folge gesehen hat, Bewertung. Kann es im Kampfmetall aufnehmen, KP, Angriff, Verteidigung. Ein 100er, besser wird's nicht. Und das ist schon ein feines Sammlerstück. Sowas gehört in die Sammlung eines jeden Arena-Spielers. Und weil ich jetzt durch das Kampfevent auch wirklich intensiv zum Arena-Kämpfen motiviert wurde, werde ich das Ding jetzt entwickeln. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass es mal so einen Macholo Community Day demnächst geben wird, aber also deshalb kann ich es auch direkt entwickeln. Man muss nicht warten, Special Move oder so. Genau. Ganz kurz will ich, obwohl das wird ziemlich eng, weil ich ja auch noch anderes Gameplay zeige, was ich so am Feiertag getrieben habe, bisschen ein paar Nester besucht, wo ich in den vergangenen 9 Monaten nicht war. Denn da ist das Feature circa mit den weißen Umrandungen mit den einzigartigen Pokestops dazugekommen. Und genau, in diesen Nestern, namentlich Donaupark und Kurpark Oberla, da war ich nicht in den letzten 9 Monaten. Dachte mir, kann man mit Glücksei ein paar Mal 4200 Erfahrungspunkte nach abstauben. Ich habe das noch kaum genutzt, weil ich eigentlich in Wien, ich will nicht übertreiben, aber schon sehr viel gedreht habe. Wenn man mal unterwegs ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, Bus, was auch immer, nebenbei dreht man immer so, dass die wichtigen Straßen, selbst wo ich nicht so häufig bin, dass die auch schon alle gedreht sind. Also ich müsste tatsächlich in irgendeine andere Stadt fahren und für dieses Event. Aber da gibt es jemanden, der Adept, der hat zum Beispiel einen Account mit circa 4000, bisschen mehr als 4000 Pokestops komplett auf Level 40 gebracht von Level 1. Also, das kann man schon machen. Das Event ist ziemlich krass, erfahrungspunktemäßig auch. Genau. Ansonsten, also die Konter, echt lustig. Mewtwo dann auf Platz 2 und dann Hariyama und so, aber an den Macho hier kommt nichts ran. Sorry, ich meine natürlich an den Macho. Ach so, da sagt man Macho oder Macho? Macho, Macho, da gibt's ganze Lieder. Die haben das alle falsch. Wir müssen ja eigentlich singen. Macho, Macho. Auf jeden Fall. Also, in der Anfangszeit meiner Pokémon Go Videos habe ich so das erste Mal, ohne großartig drüber nachzudenken, gesagt Macholo. Und die Kommentare waren voll damit. Wie der Punkt, Punkt, Punkt ausspricht. Und für mich war das eher verwunderlich direkt am Anfang, weil alle meine Freunde damals in der Schule, Kameraden, Pokémon-Karten gesammelt, getauscht, Anime geschaut, die haben alle Macholo gesagt. Und ich erinnere mich noch zurück, als wir dann im Anime gehört haben, zum ersten Mal, Macholo, Macholo, Macholo. Die Pokémon sagen ja immer ihre Namen. Und im Anime, welcher, ich glaube von, ich will nichts Falsches sagen, von RTL oder einfach nicht von offiziell Pokémon Go auf Deutsch übersetzt wurde, vertont wurde, da sagen die Macholos, sagen Macholo, Macholo, Macholo. Und im Pokémon-Song wird aber Macholo gesagt. Und für mich ist es eigentlich klar, das ist ein Macho, Macho Mai. Von daher leitet sich der Name ab. Als Macho bezeichnet man, Moment, gibt es da eine offizielle Definition? Nebenbei noch hochpowern. Boah, ich freue mich schon mit dem Ding gegen Hytera und so in der Arena zu kämpfen. Okay, wenn ich bei Google eingebe Macho, kommt erstmal so ein Muskelpaket, welches an Macholo hier erinnert. Ich meine natürlich Macholo. Und er hat aber nur 2 Arme und 2 Hände. Und als Definition steht hier dran, ein Mann, der sich übertrieben männlich verhält. Und ich meine, das passt doch perfekt für den. Jetzt ist die Frage, wie spricht man Macho aus? Ach so, Macho, ja nicht Macho. Also wenn sich das vom Wort Macho ableitet, heißt mit Ollo am Ende, heißt das dann
Macholo oder Macholo? Da scheiden sich die Geister. Ich habe da schon lange Diskussionen geführt und schlussendlich hat sich dieser Insider ergeben, dass ich einfach nur die Google-Stimme immer einblende, welche lustigerweise auch Macholo sagt. Aber genau, das ist ja, tut eigentlich nicht zur Sache, aber irgendwie hat sich da wirklich ein lustiger Insider ergeben, muss ich sagen, den ich einfach beibehalten möchte und auch noch will. Aber ich wollte es mal für alle erklären, die sich nicht 600 Videos von mir ansehen, um in irgendeinem Video mal die Erklärung zu finden. Weil, oder habe ich es? Ich glaube, ich habe es eigentlich nie wirklich erklärt, sondern einfach nur, weil mir die Kommentare irgendwann auf die Nerven gegangen sind, habe ich diese Google-Stimme, diese automatische Vorlesungsstimme immer eingeblendet. Also, zusammengefasst, im Poker-Rap sagen sie Macholo, im Anime sagen sie Macholo und das Wort oder der ganze Pokémon-Name kommt ganz offensichtlich vom Deutsch, vom Wort, welches man im Duden finden kann, Macho. Und die Aussprache ist Macho. Wie man dann das Pokémon, wenn man ein paar Buchstaben dranhängt, nennen möchte, das kann man machen, wie man möchte. 2889 Wettkampfpunkte. Achso, und genau, worauf ich hinaus möchte, es gibt keine offizielle Aussprache für keines der Pokémon. Denn, wie gesagt, was im Anime gesagt wird, das wurde auch nur von irgendeiner anderen Firma und nicht offiziell von Pokémon übersetzt. Konter, Wuchtschlag. Oh, ich habe mir die Moves gar nicht angesehen. Konter, Wuchtschlag direkt am Start. Sehr schön, denn das ist das beste Moveset gegen Hytera oder im Allgemeinen. Und genau, 2889 noch 0 Kämpfe und mit dem möchte ich jetzt ordentlich Kämpfe sammeln. Ja, extrem genial. Dann können wir zumindest ein Gameplay jetzt mal entfernen und im Hintergrund, genau, fange ich noch ein paar, weiß nicht, Alola, Kokowai und so, da habe ich jetzt auch schon ein paar gesehen. Lustigerweise, ich weiß nicht, Zufall oder was auch immer, richtig viele mit mehr als 2000, 2200, 2400 Wettkampfpunkten. Also da hat man schon mal eine ordentliche Basis und müsste nicht mal für den guten Pflanzenangreifer viel investieren, Sternenstaub, Bonbons etc. Von daher, eventuell noch solange die Spawns erhöht sind, das wird nämlich nicht für immer so sein, natürlich, wie es aktuell ist, eventuell noch die Zeit nutzen und da eines mit mehr als 2000 WP direkt fangen. Und was ich am Anfang angesprochen habe, Niantic Support hat geschrieben, auf Englisch, ich versuche das mal so zu übersetzen, um ein spaßiges und faires Gameplay in Pokémon Go zu gewährleisten, werden wir nach wie vor Aktionen unternehmen gegen Spieler, die Drittanbieter-Software verwenden, sprich irgendwas, womit man sein GPS-Signal vielleicht verändert, etc., um sich zu teleportieren. Und die Pokémon, die man auf diese Art und Weise fängt, wer das nicht wusste, die werden durchgestrichen mit so einem roten Strich. Die sind dann sozusagen, ja, unnötig und die Leute, das war eher damals der Fall, jetzt bekommt man das gar nicht so mit, aber die dann irgendwo, sagen wir mal, im Stadtpark angegeben haben, oh, seht euch an, 15 Dragoran und alle gefangen und so. Und dann, als diese Änderung kam, oh, alle durchgestrichen. Plötzlich gab es niemanden mehr, der 15 Dragoran und angegeben hat, aber ich weiß nicht, warum das jetzt genau getwittert wurde von Niantic. Gab es eine neue Bannwelle oder so, davon weiß ich eigentlich nichts, aber so viel mal dazu. Und noch eine Sache, das schalten wir doch wieder kurz live rüber. Obacht. Unbedingt vorsichtig sein, das habe ich vorhin auf Reddit gelesen, ist wohl jemandem passiert. Items. Wenn man hier Items verwendet, wenn ich jetzt zum Beispiel TMs da verwenden würde oder Sonderbonbons etc. Zum Beispiel, ich klicke auf Sonderbonbons, kommt dieses Menü. Man hat hier Plus und Minus. Und wenn man nicht schnell liest, man kann nämlich auch versehentlich bei Items hier rechts den Papierkorb andrücken und dann hat man auch hier, ah okay, ja, ich will jetzt schnell mal 30 Sonderbonbons umwandeln, man liest aber nicht, oh, da steht ja wegwerfen, Mist. Von daher, Achtung, wer dieses Feature verwendet, man sollte eigentlich den Papierkorb da wegstreichen, weil warum sollte man aus diesem Menü heraus Dinge wegschmeißen? Von daher, genau, aber nur kleine Vorsichtsmaßnahme. Wo reiht sich dieses Teil denn jetzt eigentlich bei mir ein? Ich weiß, ich muss noch einige Legendäre übrigens pushen.
aber so, zum Beispiel Rayquaza und Kyogre fehlen mir noch, da ich habe leider keine mit guten Angriffswerten und so erhalten. Ich wollte jetzt noch schauen, ob die vielleicht irgendwann mal wiederkommen, aber ich werde nicht drum rumkommen, die auch zu pushen. So, auf jeden Fall, keine 3000 Wettkampfpunkte natürlich, aber ja, schon ganz in Ordnung. Bisschen mehr, 2 Wettkampfpunkte mehr als ein 100er Mentalo Simsala. Okay, aber da würde ich mal sagen, gehe ich jetzt fleißig raus, Hytera, Relaxo und Kokage kloppen. Bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.